Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Stimmt. Ja, wir werden mal gucken. Ich spiele jetzt halt mit Kumpeln. Mit Kumpels relativ viel und hab mir gedacht, kann ich ja mal aufnehmen. Ich spiele jetzt gerade ein Solo. Gucken. Letztes Mal bin ich Platz 4 geworden. Die Pofka kommen wir rein. Ja, ich denke mal, wir gehen so. Wir gucken mal, wie viele rausgehen. Wir könnten theoretisch versuchen. Terry Base, weiß ich nicht. Nee. Das schaffen wir nicht. Obwohl es doch eigentlich könnten wir das schaffen. Gut, ich gehe raus. Ich fliege zur Military Base. Um da richtig Loot abzuholen. Was ich jetzt mache, ich gucke halt nach oben. Und drücke gleichzeitig W, dadurch fliege ich weiter. Das werden wahrscheinlich die meisten wissen. Ich hoffe einfach mal, dass keiner so im Kreis von mir ist. Nee, ist keiner. Aber ich werde das nicht schaffen. So, wir sehen das Auto. Wir gucken mal. Na, das sind alle. Da unten landet einer. Da hinten landen welche. Oh, ich werde das nicht schaffen. Na, ich gehe da hinten runter. Eigentlich hatte ich vor. Ich gehe hier vorne runter, ich Trottel. Okay. Ist da ein Auto? Ja, leider ist da kein Auto. Da hinten geht noch einer runter, der will auch zum Military. Ich weiß, dass da hinten einer noch gelandet ist. Aber ich habe hier kein Auto. Das ist schlecht für mich. Doch, vielleicht ist das da ein Auto. Jetzt geht doch mal bitte runter. Gut, jetzt hoffen wir mal, dass wir ein bisschen guten Loot bekommen. Gucken wir. Ah, wir sind sogar. Okay, ich bleibe einfach hier. Okay, wir haben hier Bolzen und eine Armbrust. Nehmen wir erstmal mit. Falls wir Stress bekommen. Da haben wir wenigstens trotzdem eine Waffe. Dann kann ich wenigstens trotzdem mich verteidigen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Na, ich hab einen Rucksack und verwende. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Immer noch einen Rucksack. Immer mal so Tab drücken, ich weiß nicht. Gehört. Das ist doch richtig gut. Das passt da nicht hoch. Okay. Aber das Rotpunkt, wie sie wollte ich vorher gerade sagen. Und natürlich, jetzt hoffe ich mal, dass ich davon noch ein bisschen mehr Munition finde. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt nehmen wir uns erstmal die. Gehen wir mal durchladen. Hier gucken. Hier ist nichts drin. Hier was drin. Zumindest ein Helm. Eine Brechstange, falls wir die brauchen. Vielleicht finde ich noch eine Pfanne. Ah, Stufe 2. Das ist gut. Das.
Ah, okay. Eigentlich können wir hier chillen. Das Blöde ist, ich muss richtig hart auf Toilette. Ah, 9mm nehmen wir mit. Noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Das haben wir schon voll. Nehmen wir Rotpunktvisier, haben wir. Das nehmen wir mit. Feuer passt nicht. Mist. Das hätte ich gerne gehabt. So Mündungsfeuer. Oh, gib mir doch bitte noch ein bisschen Muni. Ein Millimeter, der passt nicht. Ja, 45 ACP haben wir nicht. Haben wir noch ein bisschen Kaliber. Das ist gut. Ah, es gefällt mir. So. Pass auf, wisst ihr, was wir jetzt machen? Fällt jetzt ganz schnell, weil ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet. Hoffen wir einfach mal, dass hier jetzt erstmal keiner in der Nähe ist. Weil ich mich nämlich jetzt erstmal hier oben irgendwo hin positioniere, mich hinlege und dann mal ganz schnell auf Toilette laufe. Ah, das ist dringend nötig. Hätte ich vorher dran denken müssen, aber... Das ist ja nicht so schlimm. Da hinten ist außerdem ein Auto. Das werde ich mal markieren. Eigentlich müsste ich mit dem Auto fahren. Aber laufen? Laufen ist auch gar nicht so schlecht. Gut. Ich bin noch nicht in der Zone drin. Gut. Leg dich hin. Gut, wollen ganz kurz auf Toilette. Gut, damit würde ich sagen, bin wieder da. Wie ihr seht, seht ihr wahrscheinlich nichts. Theoretisch könnt ihr noch das Auto holen. Eigentlich will ich da nicht komplett durchlaufen. Hinten ist ein Flugzeug. Putinki sind ganz viele, es wird wahrscheinlich hier enden, das heißt ich laufe hier hinten rüber. Gucken uns mal da hinten die Häuser an, vielleicht waren da noch Kinder drin. Einfach nur... Ich dachte, da liegt einer.
hier irgendwas drin? Ach, nur eine Armbrust. Okay. Wir spielen außerdem auf dem asiatischen Server. Einfach weil die Leute hier scheiße sind. So wurde es mir zumindest gesagt. Ja. Hoffen wir mal, dass es auch so stimmt. Das da hinten sieht noch relativ ungelootet aus. Oder sind da die Türen offen? Ich sehe es zumindest nicht von hier. Ich gucke eher hoch zum Berg. Weil ich von da aus ein bisschen mehr Angst habe als von hier. Rucksack Stufe 1. Ist hier was drin? Rauchgranate. Die könnten wir vielleicht mal gebrauchen, wenn ich weg muss. Ich bin genau in der Zone drin. Fuck. Der fährt ein Auto. Fuck you. Oh, holy shit, hatte der viel drinne. Der hatte richtig gute Sachen. Oh, der hatte richtig gute Sachen bei. Oh. Einfach, der hat einfach alles. Der hat einen Viermalsucher. Luftklappe, die kann man mitnehmen. Bildungsfall geht nicht. Ah ne, ist keine Dings. Ich bräuchte 7,62 mm. So Scheiße. Oh, dann nehme ich lieber. Dann nehme ich lieber. Aber die SKS ist besser, glaube ich, als die M416. Ah, die hat mehr Muni. So, ihr habt ihn gehört. Hier ist einer drinnen. Irgendwo. Wo kommt der denn jetzt? Der war hinter mir. Der kam von oben. Wie kam denn der da rein? Was ist das denn? Okay. Naja, das war ja kurze Folge, war. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. War ja richtig gut. Mal gucken, was ihr davon haltet. Also ich wurde gerade von hinten erschossen, höchstwahrscheinlich. Ich werde mal das nochmal Slow Motion angucken gleich. Ist doch richtig dumm. Wieso kam denn der von... Ich habe den nicht gesehen. Nicht einmal. Plötzlich stand er hinter mir. Er stand halt einfach hinter mir. Er kam die Treppe runter. Wie kommt er denn zur Treppe hin?
Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag und tschüss.